Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder mit Meteor Headman 5 und müssen uns entschließen, ob wir das Spiel sofort beenden wollen oder die blaue Pille schlucken wollen, dann ist das Spiel auch vorbei. Oder ob wir den intergalaktischen Ozean oder die universalen Höhlen benutzen wollen, weil wir kommen hier nicht dran vorbei. Also das geht nicht, dass wir hier einfach drüber fliegen. Wie doof. Dass Lobby und ich das Spiel schon mal durchgespielt haben, nein, das machen wir nicht, Scheißback. Und auch das nicht. Wählen wir diesen Weg, den intergalaktischen Ozean. Und wer die universalen Höhlen sehen will, der kann ja das Spiel runterladen und mal selber durchspielen. Wir machen Genau. nur dieses hier. Wir begeben uns in den intergalaktischen Ozean. Viel Dann mache ich mich mal auf. Weiß ich, was die Priorität für mich vorbereitet hat. Ja. Oh, der fliegt. Guck mal da. Cool. Was guckt denn Mein da Rotes Licht. raus? Ist das ein Penis oder was? Und so schwamm unser Held durch die intergalaktische See, obwohl diese Angelegenheit immer so physikalisch unmöglich schien. Aber physikalische Regeln sind in Adventure Games sowieso immer aufgehoben. Deshalb mit seinem U-Boot zum U-Boot umfunktionierten Schiff war das alles gar kein Problem. Warum ist Während jetzt Wasser im Kraft Universum? immer mal wieder eine Pause einforderte. Ja, nicht also. Das Spiel hatte noch gar Der muss keine aber jede Tinte. Toilette Oh, das ist benutzen. Dave. Ja, Dave wer, Schiff. aber den möchte ich machen, Guck bitte. mal, der hat überhaupt keine P-Kraft. Nee, der hat keinen P. Was soll ich ihm sagen? Entschuldigung, kann ich Ihnen was Ja, abnehmen? greif mir mal an den Schwanz. Das wäre total nett. Ich muss mich nicht mehr gerade am Kopf kratzen. Hab ich das jetzt laut gesagt? Oder nur gedacht. Na, wenigstens habe ich es nicht laut gesagt, du Süßer, du mit deinem. Oh, ich denke, ich muss natürlich da ranfahren. Ja, klar, ich will aber auch. Du willst auch mal anfassen. Yeah, der Ha, genau. Freundschaftsdienste, ja. Ich hoffe, er merkt es nicht, wenn ich ihn jetzt von hinten nehme. Ist du beschäftigt, die Sau. Wie ein echter Lichtschwertfisch. Oh. So, fertig. Einen schönen Tag noch. So, den Rest schaffe ich auch allein. Oh mein Gott. Oh, was ist Oh das nein. denn? Nach dieser kleinen Erledigung hatte Romulaner. Meteor Headman ein neues Problem. Der Weiße Die Hai. klingt Ja. Er wurde verfolgt und zwar vom mächtigen Hi-Man. Hi-Man! Der heißt tatsächlich Hi-Man. Ja. So ein bisschen. Was mache ich Fantasievoll. jetzt mit diesem Vieh da draußen? Ich könnte ja das Spiegelei nach ihm werfen. Ich würde sagen, ich speichere jetzt erst nochmal auf, weil das habe ich nämlich lange nicht mehr getan. Speicherman! Yeah, I'm Okay, man. Und Abbruchman. Speicherman! Okay, wir haben doch hier noch so ein schönes Spiegelei. Spiegelei-Man! Das könntest du ja mal ausschneiden mit der Schere. Ja. Wieso kann ich nicht das Spiegelei benutze Nehmen! Spiegelei? Besser nicht! Nehme Spiegelei, ja. Okay, benutze das Spiegelei vielleicht beim Fenster. Ja. Geniale Idee, wenn ich ihm sein Spiegelbild Logisch, ist zeige, doch ein Spiegelei, oder? könnte ihn das selbst abschrecken und er würde vor seinem eigenen Spiegelbild fliehen, weil er so ein hässlicher Kauz ist. Ja, es hat funktioniert. Ich habe Hyman ausgetrickst. Aha. Ich kenne schon wieder die Schwärze des Universums hinter dem tiefblauen Wasser. Das war einer der schlechtesten Witze, die ich je erlebt habe. Aber wirklich. Ich scheine das Ende des Universums fast erreicht zu haben. Pass auf, dass du nicht über Bord fällst. Nein, Moment mal. Das ist nicht der Weltraum, sondern eine riesige dunkle Höhle. Ich bin so intelligent, mich kann niemand täuschen. Da muss ich wohl durch. Aber sie wird bewacht. Von... Nein! Schlechte Nein! Grafikman, doch. Ich muss sofort nach unten. Oh mein Gott! Nein, Pixelman! Pixelino! Und wer ist das? Reden wir Das mal ist mit dem. Pixelman! Schlechte Grafik ist das. Schwein?
Ja, hier kommt keine durch. Das ist die sogenannte Süd-Nord-Passage. Oh nein, es ist die Süd-Nord-Passage. Der Durchgang ist, wie sagt man bei euch, verboten. Und mit meinem extrem schlechten Grafik werde ich jedem davon abhalten, diese Hölle zu betreten. Das wollen wir doch erst mal sehen, oder? Vor allem mit deinem fetten Felsenboot kommst du hier niemals durch. Ich möchte nur sagen, ich habe gar kein Auto, Senior. Ich erschaudere vor deinem billigen Anblick, schlechte Grafik, man, aber dennoch muss ich einen Weg finden. Ja, träum weiter, du Held. Gibt's hier irgendwas zu sehen? Hier, hier gibt's ein unsichtbares Objekt. Na, ganz toll. Da scheint eine unsichtbare Fundgrube zu sein. Yeah. Ich möchte dir noch sagen, meine Pixel sind viel dicker als deine. Hier ist sogar eine Version vom Point, mit dem drüben rede ich doch gar nicht mehr. Das ist ein Donut. Das ist eine CD. Ein Ring. Point.net. Das ist ein Haarbandgummi. Oder sowas. Oder ein Penisring. Das sind Kellogg's Fruit Loops. Ich sag doch, das ist ein Gummi. Oh nein, es ist Point.net. Das eine Mal hast du gewonnen. Aber wir werden uns wiedersehen, eindringlich. Tja, wer hat jetzt die bessere Pixel? Das war voll einfach. Ich hält niemals so schnell auf. Ich kann schon die zunehmende Endlichkeit spüren. Ich bin hier am Ende des Universums. Ja, Schluss mit lustig. Dann muss ich wohl hier jetzt da reingehen. Soll ich nicht? Ja. Und warum spreche ich ständig mit mir selbst? Weil wir Meteorhelden sind. Ein großer Schritt für Pixelman. Nix. Ja, das war aber schlechte Grafik, man. Ja. Und was ist das denn hier? Das ist Gargoyle Iceman. Das ist blaue Greifstatuen mit Eis in der Hand, man. Ja! Intro. Honore eos ibi, qui creverunt eum, cuius capitum lapideum est. Aha. Das am Sockel, ja. Okay. Und was machen wir jetzt damit? Was ist das hier eigentlich? Lichtschwertfisch? Habt ihr eine Ahnung? Habt gar keine Statue sein Hinterteil ab. Mit der Schere? Schneid den Schwanz ab. Nein, kann ich leider nicht. Oh, was eine Pussy. Aber wirklich, vielleicht die T-Kraft, die habe ich überhaupt nie gebraucht. Auch nicht. Also Steffi, wirklich. Vielleicht den Lichtschwertfisch. Schwach, möchtest du ja mal an seinem Eis schlecken? Komm, das ist Orange-Man! Hey! Guck mal, Tobias brennt! Jetzt ist er eine Fire-Orange! Jetzt klaut sie mir wieder meinen Text! Entschuldigung. Sei, dass das Spiel mal vorbei ist. Quaterat Demonstran dumm, bitte. Rato Alto del Vehiculo Klingeling, Anno 1337. Ah, das war das Lied vom Tod, das war Meteorite Man 2, glaube ich, oder 3, keine Ahnung mehr. Oder 4. Nein. Alles entscheidet, überall bekannt von seinen finalen Architekturgeliebten. Mein Teenie-Girls Schreiattacken auslösen, einfach verdammt coolen vom Greifen, was gerechneten vom füchsenden, bewunderten, hohen Fahrrad. Und nun ein Fanapplaus für den ziemlich alten Fettkuka, Fire Orange? Du bist der Fire Orange, ich bin der Blaue, du bist der Orange. Ja, ich meine White, sorry. Ach nein, sonst hatte ich mal den Blauen. Oh Gott! Hallo, ihr Vollstrecker! Falls sich unter euch Ruder mit eurem Heldman befindet, bitte ich ihn nach vorne! Der kriegt das ein Zeugnis wahrscheinlich. Ja. Ist er nicht da? Dann bitte ich Türmann-Man nach vorne! Zeugnis. Hier bin ich, der glückliche Türmann-Man. Applaus, Applaus. Guten Abend, liebes Publikum. Ah, Türmann-Man, der du als... Oh, das ist ja mit eurem Heldman! Wie hast du so schnell ans Ende des Universums geschafft? Kürass, hast du einen Porsche benutzt? Nun, ich habe eine Abkürzung genommen, denn ich bin Türmann-Man! Zwar musste ich den furchtbaren Friedhof der Verdammten durchqueren, aber ich bin Türmann-Man. Und einen Kampf mit dem gefährlichen, intuitionsbehafteten Frau-Man eingehen. Oh. Doch letztendlich habe ich mein Ziel recht zügig erreicht. Warum hast du mir nicht von der Abkürzung erzählt, du Arme Scheiße? Geht doch mal gar nicht, Türmann-Man. Du verheimlichst mir doch was. Jetzt, das nur erraten. Ja, ich war zuerst hier und meine Pünktlichkeit hat mir ein paar Punkte eingebracht.
Punkte? Wofür denn? Nun, das wird der ziemlich alte unser Gastgeber uns sicher gleich erklären. Ja, das ist aber eine lange Geschichte, aber ich will eine Kurzfassung geben. Doch, die eine Stunde im Gewehr. Wie ich das jetzt einschätze. Also, erstes Universum rutscht aus. Zweitens Universum gerät aus dem Gleichgewicht. Drittens Universum droht zu zerbrechen. Viertens Superfahrrad bewacht Universalkraft. Fünftens Superfahrrad will größten Superhelden den Universum finden. Was war Chefis Text? Einschlafen. Wow, das war eine Aufgabe. Ich denke, dass die Kraft über den Universum zu retten. Wir haben einen wichtigen, extrem wichtigen Text weg. Haha, das finde ich auch. Ich denke, sie könnte euch beiden zustehen. Warum habe ich eigentlich so scheiß Gesicht? Egal, den großen Tierwärten wäre, der die Möglichkeit wäre, schon grüne Haare. Habe ich zu viel Chlor geraucht? Oh Gott, oh Gott. Oh, aber um den großen Meteor wäre der so wieder. Ah, oh, wie niemals sonst. Ja, es ist so langweilig hier. Oh Gott, ich schlafe auch gleich ein. Ich finde, ihr sollt euch nicht mit mir anschauen. Freut euch, dass du überhaupt einen Leitungskraft hast. Ja, das ist irgendwie vorbei. Ja, leg dich besser nicht mit mir an. Ich meine, sonst endest du noch genauso wie dein Freund Zweigman. Nein, woher weißt du das? Du hast ihn. Die von Rammstein? Hast du die Satzzeichenkrankheit? Du Mörder! Wie konntest du nur. Offenbar schon. Du Elendiger! Stirb doch selber, du N00B. Möge uns Blue Griffin ein gescheites Kampfsystem errichten. Oh Gott. Ich auch. Ich bin traditioneller Abstand, das bedeutet ein... 200 Pixel? Wie mutig. Bevor wir uns verlieren, muss ich dir etwas sagen. Ich bin dein Vater. Nein! Ich habe keinen Vater. Mal sehen, wie du mit der Lukenöffnerkraft klarkommst. Gegen meine Jeffernkraft hast du keine Chance. Wie schön, dass dieses Spiel... schon wieder ein Lukenöffner rundenbasiert ist. Was hältst du von meiner D-Kraft? Dann sieh mal, wie gut du mit meiner Schwierigkeit klarkommst. Da war jetzt aber böse, jo. Meteor Headman? Hm. Hat er schon ewig nicht mehr angerufen. Der sind die Schwiegermutter. Friss meine Ölkraft. Nein, du hast tatsächlich meine quietschende Türkraft besiegt. Viel Spaß mit meiner getrademarkten P-Kraft. Nicht? Und ich dachte, die WCN-Kraft wäre nicht zu besiegen. Ja, ich möchte mich töten wegen der schlechten Witze, die nächste Runde entscheidet. Bitte erlöse mich von meinem Leid. Nee. Tages Meteor Headman? Träum weiter, du Strich in der Landschaft. Stark, fertig. Ja. Die Kraft ist fertig. Wie schaffst du es nur, meine Gruppensexkraft gegen mich zu lenken? Du hast mich besiegt. Yeah. Du hast mir Feuer-Orange dazu sagen, ist mir eigentlich scheißegal. Gott, auf den Klo. Natürlich habe ich das, du Schwächling. Sei ein Mann, Frau. Deine Frau. Was ist los jetzt? Ich bin dein Vater. Genauer gesagt, dein Dark-Vater. Schlecht war, der, den hast du vorhin schon gebracht. Bitte komm, erlöse mich. Und nimm meine Maske ab. Selbst, du Weichlein. Okay. Kevin Kurani. Du bist Kevin Kurani. Ja, Scheiße, Brittany und Sandro. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber... Brittany, die hat doch eh nur ein Hirn, genauso wie ich. Eben. Da können wir nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Über Herr Juli Löw, komm ich dann wieder in die Nationalmannschaft. Ich möchte sehr gut werden. Da kommst du nicht mehr rein. Das Universum gemeinsam retten. Dann haben wir doch schon... Können wir dann auch vergessen, dass du mein Vater bist, weil mit dir also von dir euch nicht mehr ab. Wie soll das denn? In Monkey Island hast du auch niemanden gestört. Stimmt, machen wir es so. Echt? Meteor Headman und Dormatman retten das Universum. Zwei Monate später an einem wohlbekannten Ort, oh, yeah, der die anderen vier Folgen gesehen hat. Wir wissen, wo wir sind. Ach, Meteor Headman. Ja, Dormatman. Das waren noch Zeiten, als ich Kevin Kurani war. Du meinst damals, als wir das Universum gerettet haben und noch nicht gegen Wände pinkeln mussten? Ganz genau. Woher wusstest du das jetzt? Mann, wir sind ja jetzt Rentner, oder? Wir reden nichts anderes mehr. Oh, das ist aber blöd. Außerdem komme ich mir so alt vor. Wir brauchen wohl neue Abenteuer und neue Bösewichte, die es zu bekämpfen gilt, wie Backsteinman. Ja, und außerdem denke ich, wir brauchen dringend eine Rasur. Oh yeah, shave mich, Baby. Ja, und das ist das Ende dieser Geschichte. Meteor Headman 5, die Universalkraft. Könnte mir mal jemand erklären, um was es eigentlich ging? Ja. Frag doch Blue Griffin und Fire Orange. Starring Scheißpark als ganz viele Men. Und Steffi als Meteor-Headman. Und Slobisus als Zweigman. Yay! Bekannter Typ. Und all die anderen. Ja, Fett, Puff, M. Kann mir dann einmal erklären, was das sein soll? Wir haben Blue Griffin als Blue Griffin und Fire Orange als Fire Orange. Ja. Wer war ja eigentlich Fire Orange? Und Mr. Ed als Mr. Ed. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber das würde den Rahmen von AGS sprengen. Nicht sprengen. Allgemeine Geschäft. Special Guest Starring, Scheißbar. Yeah. Und Steffi. Oh, juhu.
und Slobbysus. Let's make the show go on. Ja, Story Hub Sayer, so hat sie es auch angehört. Nein, die Musik haben wir ausgestellt, weil es uns so auf die Nerven ging. Celine Dion, oh ja, Gott, oh Gott, gut, oh Gott, das ist furchtbar. Egal, Genesis. Ja, aber das möchtest du nicht wirklich hören. Schein, das kann ich dir sagen, was immer ganz furchtbar ist, von der Casio-Musikseite, weil genauso klingt sie. Und ich lege lieber Musik von Kevin MacLeod, weil www.incompetech.com drunter, die ist viel besser. Ja. Ihr Lieben, ihr habt es genauso verstanden wie ich das Spiel, ne? Ja. Ich cool. Habe keine Ahnung, worum es ging. Ja, wir ja auch glaub, nicht. Ich glaube, das war Sinn der Sache. Ich erinnere mich nur noch an ein zerplatztes Spiegelei. Ich erinnere mich nur noch an diese ganzen vielen Beamten in der Folge, wo wir uns dann alle geweigert haben, noch mitzureden. Guck mal, die Füchsin ist bestimmt die Frau vom Tobias. Liebes Lumi, ja, ich glaube, deine Karten sind weiterhin ganz schlecht. Ja. Ja. Oh, ich verstehe so viel. Du kannst dich ja mal an Blue Griffin wenden, vielleicht ist der ja noch ja. frei. Oh, genau. Der Spike-Man so ist... So einen kleinen blauen Vogel hat doch schließlich eher gern. Ja. Der hat den kann ich mir auch noch erinnern. Ein schlechter Grafikman war cool, ja. Also heißt das jetzt schlechter Grafikman, da steckt auch irgendwie so ein bisschen Larry drin? Würde ich mal doch fast vermuten, ja. Ich glaube auch. Ja. Technik Ass. Oh. Höhere Mathematik. Blue Griffin. Korrigiert für die bin von ich Kollegen. Echt nicht geschaffen. Ich auch nicht. Nee. Ja. Und wenn ihr was quietschen hört, ist es Bienchen, die mal ausnahmsweise mit kommentiert. Lateinische Kenntnisse. Black Dragon. Hervorragend, Black Dragon. Ganz toll. Cool. Trotz sehr guten Kursarbeiten, aber nicht in Deutsch, oder wie? Wenn da jetzt gleich noch irgendwie was steht, Fire Orange belegte folgende Leistungskurse, dann wird mir aber schlecht. Ja, mir Benny, auch. Mini, Wiki. Ja. Wikipedia. Wikipedia. Roy Hesse-Schwätze. Es ist ein sehr schöner Dialekt. Ist das jetzt eigentlich aber. Endlich fertig? Was redet er für Scheiße? Ich weiß es nicht. Was hat er genommen? Ja, und danke, dass Crack. Ihr euch dieses Let's Play angetan habt. Und danke, dass ihr alle mit mir gespielt habt, diesen Quatsch, weil alleine könnte ich das nie. Tobi ist unser Na? Leben, ja König. Tobi regiert die Welt. Dachbadachbä! Nein, wir haben nicht beide Wege durchgespielt und wir haben es auch nicht vor, weil der eine hat uns schon gereicht. Aber ihr könnt euch dieses Spiel runterladen irgendwo im Internet. Könnt ihr ja mal selber suchen, weil das tue ich nicht in die Beschreibung rein. Nein, aus dem Zerstörung, yippie-yay. Yippie-yay, yippie-yay-yo. Nachtreiter in der Nacht oder so ähnlich. Keine Ahnung. Egal, wir sagen auf jeden Fall danke fürs... Genau, wir müssen schnell machen, denn ich muss aufs Klo. Okay. Und an euch alle nochmal danke fürs Mitspielen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Bis dann. Ciao. Tschüss.